Hallo und herzlich willkommen bei der Küchenhexe. Schauen die nicht verführerisch aus, unsere Mini-Topfenstrudel-Kirschsäckchen, sage ich einmal. Das ist ganz was Einfaches, Schnelles und schaut so fantastisch aus. Strudelteig einfach gefüllt mit ein bisschen Topfenmascarpone-Masse. Kirschen sind drin, ein bisschen Pistazienmus haben wir drinnen und gibt gleich so viel her. Dazu haben wir uns ein bisschen eine Kirschsoße gemacht, so mit Amaretto-Geschmack. Das ist ganz was Tolles. Und jetzt zur Kirschenzeit passt sowas natürlich fantastisch als Nachspeise. Ja, meine Lieben, vielleicht probiert ihr das Rezept einmal aus. Würde mich sehr freuen. Was man dazu alles braucht, seht ihr dann noch auf der Zutatenliste und viel Spaß! Und los geht's! Wir starten und schalten uns zuerst den Backofen ein. Den heizen wir uns vor 160 Grad Heißluft. Dann machen wir uns zuerst unsere Kirschsoße. Die Kirschen, also ein Traum, diese Herzkirschen, die es jetzt gibt. Ich weiß ja gar nicht, was ich zuerst kaufen soll. Kirschen, Marillen oder was auch immer jetzt an herrlichen Früchten gibt. Diese Herzkirschen habe ich mir schon entkernt. Ich habe da so einen ganz einfachen Kirschkernentkerner. Und da geben wir jetzt mal ein bisschen was in den Topf. Da machen wir uns ein bisschen eine Soße. Der Topf ist jetzt schon heiß, deshalb zischt es ein bisschen. Und ein paar Kirschen heben wir uns auf. Die geben wir dann in unseren kleinen Topfenstrudel hinein. Also. Zu den Kirschen geben wir ein bisschen Gelierzucker. Man kann natürlich auch normalen Zucker verwenden, aber ich nehme gleich schon Gelierzucker, dann hat man dann gleich schon ein bisschen eine bessere Konsistenz, ein bisschen festere. Da geben wir einen ganz kleinen Schluck Wasser drauf. Natürlich kann man auch einen Saft drauf geben. Das ist nur, damit das Ganze nicht anbrennt. Und so lassen wir das jetzt einmal richtig einköcheln. Muss nicht sprudelnd kochen, einfach so ein bisschen einkochen und bis wir halt dann fertig sind mit dem Ganzen, ist auch unsere Soße fertig. Jetzt machen wir uns zuerst die Fülle für unseren Topfenstrudel bzw. für unsere Mini-Topfenstrudel. Da habe ich Topfen und Mascarpone, das geben wir uns in eine Schüssel. Also dieser kleine Kuchen oder als Dessert, so wie es wir heute machen, ist wirklich keine Hexerei. Das ist ganz einfach, man braucht ja nicht einmal einen Mixer dazu. Da geben wir ein bisschen Vanillepaste drauf, ein Ei, Staubzucker und natürlich Zitrone, die habe ich jetzt noch gar nicht gewaschen. Moment. Eine Bio-Zitrone natürlich. Bisschen Schale. Alles, was mit Topfen, Mascarpone, einfach mit Frischkäse und so, was man Süßes zubereitet, braucht einfach die Frische von der Zitrone. Das ist einfach hervorragend. Ganz ein kleines bisschen geben wir Saft dazu, einfach von der halben Zitrone. Und das braucht man einfach ein bisschen als Flüssigkeit. Herrlich, herrlich, so eine Zitrone. Das Ganze verrühren wir mal mit dem Schneebesen. Natürlich kann man einen Mixer auch verwenden, aber das braucht man da jetzt eigentlich fast gar nicht. Durch das Ei bindet die Masse dann ab im Strudelteig. Und mehr braucht man da eigentlich gar nicht. Und schon haben wir eine herrliche Fülle. Einfach so lange rühren, bis die Masse glatt ist und keine Klümpchen mehr drin hat. Für unseren Topfenstrudel brauchen wir Strudelteig. Den kann man sich selber machen, kein Problem. Da hätten wir übrigens auch ein Video, das werde uns der Günther im Abspann dann verlinken. Und wenn es einmal schnell gehen muss, dann kauft man sich halt einen fertigen Strudelteig.
den gezogenen Strudelteig, ich mag den total gern. Der ist wirklich super. Den habe ich jetzt da zweilagig und den schneiden wir uns jetzt einmal zurecht. Das wären jetzt bei mir ganz sicher nicht genaue Quadrate. Es geht sich ja nicht genau aus, weil es kein Quadrat ist. Aber da schauen wir jetzt, dass wir es da einmal drei und da auch noch einmal drei. Also, das ist natürlich, mit dem Augenmaß ist nichts bei mir, aber das macht gar nichts. Da habe ich mir schon eine Muffinform vorbereitet und da habe ich mir so kleine Muffinkapseln schon hineingegeben. Wenn man die nicht hat, braucht man auch nicht. Einfach die Form gut ausbuttern, funktioniert genauso. Jetzt werden wir uns das Strudelteigblatt etwas buttern. Da habe ich mir Butter schon weich gemacht, flüssig gemacht. Sie sollte aber nicht heiß sein. Und zwar geht's los. Das gehen wir mal auseinander. Das habe ich jetzt schön geschnitten jetzt. Also, ein Blatt mit Butter ein bisschen bepinseln. Dann legen wir ein zweites Blatt so drauf. So, noch einmal ein bisschen bepinseln. Und jetzt geben wir das in ein Förmchen hinein. Einfach so hineindrücken, damit da richtig Spitzen aufstehen. Die dürfen ruhig ein bisschen ungleich aufstehen. Das schaut nämlich dann wirklich ganz toll aus, wenn man da so schöne Spitzen hat. So werden wir das jetzt einmal vorbereiten für das Ganze und dann werden wir es befüllen. Jetzt haben wir da unsere wunderschönen Strudelteigbecher da gemacht und da habe ich jetzt überall ein kleines bisschen Pistaziencreme hineingeben. Pistazien ist ja im Moment ein Hype um Pistazien und Pistaziencreme, Pistazienmus, alles Mögliche gibt es da draus. Und ich liebe Pistazien. Passt natürlich hervorragend zu den Kirschen. Das kann man dazugeben, muss man aber nicht. Da kann man natürlich auch wunderbare Pistazienmus oder auch ein Pistazieneis aus solchen Cremen machen. Also, da habe ich jetzt überall ein kleines bisschen, nur so einen Teelöffel hineingeben. Und da geben wir jetzt unsere Topfenmascarpone-Creme darauf. Einfach nicht zu voll. So drei Viertel voll circa. Das genügt völlig. Das souffliert dann ein kleines bisschen. Und das sollte ja eigentlich eine Nachspeise sein und kein großes Kuchenstück, also ein Topfenstrudel als Nachspeise sozusagen. Da geben wir dann noch ein paar Kirschstücke hinein dazwischen. Die sind aber so groß, diese Herzkirschen, und die Dörtchen so klein. Jetzt habe ich es ein bisschen geschnitten, weil das ist ja riesig, wenn da dann gerade ein oder zwei Kirschen drin sind. Die sind ja so groß, deshalb habe ich es ein bisschen geschnitten. So. Und wenn bei den Kirschen was übrig bleibt, das ist überhaupt kein Problem. Das vernaschen wir einfach, oder Günther? Ja, das geht schnell. Das geht schnell. Das kann man überhaupt nicht zu viel haben. Gell, von dem. Ich gebe jetzt da auf die Kirschen noch einmal ein kleines bisschen von unserer Fülle drauf. Der Backofen ist heiß, 160 Grad. Und jetzt lassen wir 10 Minuten lassen wir auf 160 Grad und nach 10 Minuten schalten wir auf 150 Grad herunter, damit sie nicht zu braun werden. Das ist jetzt da wunderbar ausgegangen mit unserer Topfenmasse. In so einem Strudelteig-Paket sind immer zwei drinnen. Zwei Packungen. Ich habe da jetzt nur eine verwendet. Die habe ich wieder ganz gut verschlossen mit einer Frischhaltefolie und die gebe ich wieder in den Kühlschrank zurück und die nächsten Tage gibt es halt irgendeinen Strudel. Da fällt uns schon was ein. Jetzt werden wir das noch mal ein bisschen aufrichten.
damit die dann so stehen bleiben, unsere Strudelteigbecher. So gehen wir das jetzt einmal ins Backrohr. Für, wie gesagt, zuerst 10 Minuten bei 160 und dann 10 Minuten noch für 150 Grad. Unsere Kirschen sind jetzt schon ein bisschen weich gekocht und die werden wir uns jetzt mit dem Pürierstab ein bisschen pürieren. Das muss nicht ganz fein sein, einfach, dass es halt nicht so große Stücke sind. Wunderbar. Eine herrliche Farbe, diese Kirschen. Die sind ganz, ganz frisch und so sind sie halt einfach am schönsten. Zu den Kirschen passt natürlich Amaretto-Geschmack, Amaretto-Bittermandel-Geschmack, so wie die, jetzt blubbert es noch einmal auf, so wie die Amarena-Kirschen halt. Das Ganze binden wir uns jetzt noch ein bisschen ab mit Maizena und den Amaretto nehme ich jetzt gleich als Flüssigkeit zum Maizena glatt rühren. Da köchelt es schon wieder leicht. Und jetzt werden wir das gleich ein bisschen eindicken. Als Soße soll es ja doch ein bisschen dicker sein, dass sie dann am Teller nicht so herumrinnt, so flüssig ist. Und jetzt haben wir schon eine wunderbare, schöne, dicke Soße. Gut einrühren. Und wem das jetzt zu wenig Geschmack vom Amaretto ist, der gibt einfach noch ein paar Tropfen vom Bittermandelöl dazu. Das harmoniert total super auch mit der Pistazie. Jetzt werden wir das Ganze mal kurz probieren, ob man noch ein bisschen Zucker braucht. Für uns ist es süß genug. So lassen wir das jetzt noch auf kleiner Stufe weiter köcheln. Ein bisschen. Einfach nur ein paar Minuten. Aber Vorsicht, wirklich nur auf kleiner Stufe. Das brennt relativ schnell an durch das Abbinden mit der Maizena. Unsere wunderschönen Topfenstrudel Kirschmuffins sind fertig. Schauen die nicht fantastisch aus? Ein Traum, da ist sogar was von der Pistaziencreme ein bisschen aufgekommen. Das hat alles ein bisschen souffliert. Ein Träumchen, so ging. Dazu unsere wundervolle Kirschsoße, die so ein bisschen nach Amaretto schmeckt. Das ist wirklich eine tolle Nachspeise. Ja, meine Lieben, das war wirklich keine Hexerei, muss ich sagen, oder? Vielleicht habt ihr Lust und macht das noch. Geht natürlich mit jeder Frucht, aber die Kirschen sind halt was Besonderes. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen, bis zum nächsten Mal.